So, servus, jetzt bin ich mal zu meinem Wohnwagen, um es ein bisschen zu verdeutlichen. Aber ich habe schon das Bild gesehen, also dein Boden oben ist trocken, das heißt schon mal gut. Was wichtig ist halt, wie ich gesagt habe, wenn du, ich habe ja schon fast alles wieder zu jetzt, aber wenn du sagst, bei so einem Fenster ist es reingelaufen, hast du es dann mit Dekassil gemacht, dann können die Latten hier feucht sein. Die, kommt drauf an, wo das Wasser dann runtergelaufen ist, entweder hinter die Latten durch, also praktisch an der Isolierung vorbei, kommt auch immer darauf an, ob sie die Isolierung reingeklebt haben oder nur reingesteckt. Genau, nämlich an solchen Stellen, wenn dann das Wasser reinläuft, wird das Wasser jetzt hier praktisch so rüberlaufen auf der Lattung, also wenn der Rest dicht wäre, und dann hier hinten und dann darunter, weil halt hier die ersten Lücken dann wieder sind, meistens nicht da unten. Was wichtig ist rauszufinden, ist, ob die Lattung, die hier oder hier praktisch direkt auf dem Boden liegt, ob sie feucht ist oder nicht. Wenn die feucht sind, hier und die hier, dann weißt du, das Wasser kam von oben nach unten. Wenn die Latten hier nicht feucht sind, dann hast du schon mal Glück, dann weißt du, dass es meistens nur den Außenbereich betrifft. Und hier siehst du bei mir ja, der Boden hier oben ist furztrocken und stabil. Der Boden wird nicht nur stabil durch die Platte, sondern die Lattung, die unten drunter ist. Aber die Platte macht den Boden dann insgesamt stabil. So. Und wenn ein Teil vom Boden hier, was ich ja hinten gemerkt habe, wo ich auch ausgewechselt habe, kann ich jetzt schwer zeigen. Aber hier siehst du ja auch noch den Rest, wo ich gesehen habe, hier hinten war alles nass. Dann musste ich alles komplett rausmachen, von unten und von oben. Weil wenn die Sandwichplatten, wenn zwischendrin Feuchtigkeit ist, also oben hast du eine Platte und unten hast du eine Platte und in der Mitte hast du die Feuchtigkeit und die Fichtenlatten sind nass, dann kriegst du das nicht mehr raus, weil, was ich gemerkt habe, weil, ja, das ist totale Isolierung, ne? Du hast praktisch zwischen zwei Platten hast du die Feuchtigkeit auf der Fichtenlatte und wohin soll das verdunsten? Weil es ist ja eine Ebene und die Feuchtigkeit ist dann praktisch eingesperrt. Und deswegen musst du immer gucken, dass die Feuchtigkeit wirklich raus ist, weil sonst wandert die weiter, ne? Genau. Ansonsten, wie gesagt, von unten rangehen, so wie ich von oben und unten, ich habe ja unten auch aufgerissen, bin ich auch noch nicht fertig. Und dann mal von unten schauen, ob die Lattungen feucht sind, weil sonst, ne, bei mir knatzt hier nichts. Obwohl der Wagen hat den übelsten Wasserschaden, doch hier. Aber das war jetzt durch die Verschraubung hier. Aber normalerweise in der Regel knarzt nichts. Ne? Also bei mir jetzt auch nicht. Obwohl ich ja den Wasserschaden von dem Dach hier habe. Hatte ich Glück, weil das Wasser ist ja auch von der Dachluke praktisch hier runtergelaufen. Übers Fenster drüber. Auf der Seite wie auf der Seite von der Tür. Alles morsch, alles kaputt. Es läuft wirklich immer den kürzesten Weg. Scheißegal, wo es reinkommt. Und deswegen immer gucken, wo ist die Feuchtigkeit. Und dann rausmachen, weil was anderes hilft nicht. Also kannst fast knicken. Wenn jetzt hier Wasser verschütte, ne, auf die Fläche, der Boden wird nass, dann würde es verdunsten. Dann wäre es kein Problem, weil der Boden offen ist. Aber sobald ich PVC drüber hätte, ne, ich habe hier PVC drüber, da kommt von der Seite Wasser unten rein. Wie soll das dann verdampfen? Hast du keine Möglichkeit, dass das Wasser verdampft, weil Plastik oben drüber liegt. Dann schlägt es wieder an auf das Plastik von unten, also vom Boden, also auf dem PVC, geht wieder hoch und bleibt wieder unten, bleibt drin. Und deswegen, wenn Feuchtigkeit im Boden ist, musst du es rausfinden, rausmachen, weil verdunstet nicht. Außer du würdest den Wohnwagen in die Wüste stellen, wo es ewige Trockenheit, keine Feuchtigkeit gibt, dann wird es irgendwann mal wieder trocken. Aber in Deutschland, Europa, wo die Luftfeuchtigkeit auch normalerweise ziemlich hoch ist und dann auch nach dem Sommer wieder höher wird, ja, da kriegst du das nicht mehr raus. Also wirklich, das Ding muss innen, was ich gemerkt habe, muss innen furztrocken sein und außen furztrocken. Und wenn was drauf kommt, muss es ablaufen und fertig. Was anderes gibt es nicht, weil sonst Holz und Feuchtigkeit sind die besten Freunde. Jetzt, ich glaube, es läuft, ja. Also, du sagst ja, unten ist es wieder hart. Und da kannst du nicht reindrücken. Ja,
Aber, wie ich ja vorhin gesagt habe, wenn die Feuchtigkeit erstmal in den Fichtenlatten ist, die dazwischen ist, kann das ja von außen trocknen. Ja? Dein Wohnwagen steht im Freien, von unten trocknet die Platte, wie hier, wo ich gesagt habe, von oben, ja, von oben ist auch trocken, aber was ist zwischendrin? Ne? Das ist das Problem. Was ist zwischendrin? Die Fichtenlatten, wenn zwischendrin feucht sind, ja, kann außen unten die Platte trotzdem trocken sein. Und du drückst hoch und sagst, Alter, die Platte ist knallhart, da gibt nichts nach. Ja, deswegen sage ich, also das ist jetzt der Wohnwagen von unten. Ein Stück aufschneiden, schön quadratisch, dass du es später wieder schön einsetzen kannst oder neues. Das mal rausnehmen und die Fichtenlatten unten drunter anschauen, ob die feucht sind. Weil wenn sie feucht sind, werden sie biegsam und dann geben sie nach. Die Platte unten kann ja furztrocken trocken und hart sein. Aber wenn die Fichtenlatten zwischendrin keinen Halt mehr geben, du steigst drauf, dann biegt es rum, dann biegt praktisch hier die ganze Platte durch und bringt dir das zum Knarzen und auch die obere knarzt dann. Wenn die Fichtenlatten innen drin feucht sind und nicht mehr stabil, wölbt sich der ganze Boden, obwohl unten trocken ist und oben trocken ist. Aber die Fichtenlatten innen drin feucht sind und keine Stabilität mehr geben, biegt sich der Wagen trotzdem durch. Also nicht täuschen lassen. Lieber nochmal aufschneiden, nachgucken, sind die Fichtenlatten auch trocken. Dann weißt du, es ist alles trocken. Die untere Platte, die obere Platte und die Lattung zwischendrin, an dem liegt es dann nicht. Und dann hast du vielleicht ein Knarzproblem, was einfach nur mit die Schränke zu tun hat, wo irgendwo einfach zwei, wie soll ich es erklären, ja, zwei Stücke Holz da. Also wenn du praktisch zwei Stücke Holz hast, du trittst drauf, ja, da bräuchte man irgendwas Dünneres. Irgendwas Dünneres. Das sind meine Restbestände. Ganz einfach. Also ich bin ja kein Guru oder sowas, aber was ich halt vermuten würde, hier setz mich kurz hin. Also, das ist deine Fichtenlatte unten drin, im Boden. Da hast du eine Platte oben drauf. Da läufst du drauf. Ja? Dann ist die andere Latte unten runter. Da. Nicht so ablegen. Ja, halbwegs. Wenn du hier jetzt drauf trittst, siehst du? Ich da drücke. Wenn alles sauber verleimt ist, kriegst du fast nichts gedrückt. Ja, dann knarzt auch nichts. Wenn die Fichtenlatte innen jetzt feucht ist, ja, und sie nachgibt, gibt der obere Boden nach. Der biegt sich ja dann so. Und wenn da was drauf ist, oben wiederum, ne, auf dem Boden, und der Boden biegt sich durch, so. Dann hast du Knarzen hier und da oder wo halt der Boden nicht befestigt ist oder der Schrank nicht. Das heißt, du musst überprüfen, sind die Fichtenlatten trocken, geben sie nicht nach, sind sie nicht vergammelt. Wenn das nicht der Fall ist, der Boden praktisch auch trocken ist oben, der Boden unten auch trocken ist, dann kann es sein, dass du einfach durchs Alter, je nach Wohnwagen, einfach die Hölzer, also die Böden nach einer Zeit ein bisschen flexibler werden, weil es einfach älter ist, und dann gibt es ganz leicht immer einen Millimeter oder zwei nach. Das heißt ja noch nicht, dass du jetzt immer noch einen Wasserschaden hast, sondern einfach der Boden gibt nach, und wenn der Boden nachgibt, entsteht Spannungen und dann wieder keine. Und dann wieder welche und dann wieder keine. Und wenn da oben was draufsteht und immer so rutscht und so, dann knarzt es. Vielleicht mal auf die Fehlersuche auch geben, ob du irgendwas auf in dem Bereich, wo du läufst und knarzt, ob da ein Schrank ist oder was, der vielleicht auf dem Boden reibt, weil der Boden ganz leicht nachgibt. Würde ich mal gucken. Bis dann.